Goldene Sonnenstrahlen schienen durch das dichte, grüne Blätterwerk der riesigen Bäume, die am Rand der alten Asphaltstraße aufzufinden waren. Mara schaute auf den Boden. Dort erschien ihr das Licht in Form kleiner Flecken, die immer dann zu tanzen begannen, wenn ein seichter Windhauch durch das hochgelegene Netz an Baumkronen zog. Dieser Anblick erfüllte sie mit kindlicher Freude, und so ging die junge Abenteurerin den alten und rissigen Weg entlang. Nach oben blickend blieb das Mädchen stehen, um die majestätischen Giganten in ihrer kompletten Größe zu bestaunen. Die starken Äste, die über der Straße wie ein schützendes Dach ragten, erweckten den Eindruck, als würde Mutter Natur selbst wohlwollend auf das Kind herabschauen und ihr mit zarter Stimme zuflüstern, weiterzugehen. Da drang das ruhige Rauschen des Waldes an ihr Ohr. Mara schloss ihre Augen und lief weiter. Aber nicht nur das Rascheln der Blätter in den Baumkronen war zu hören. Leise im Hintergrund waren auch die Gesänge einiger Vögel zu vernehmen. Aufmerksam lauschte sie der Geräuschekulisse. Da plötzlich kroch ein lieblicher Duft in ihre Nase, als würde sie inmitten einer bunten Wiese voller wunderschöner Blumen stehen. Sie öffnete die Augen, um zu sehen, wo der angenehme, süßliche Geruch herkam. Da erblickte sie neben den großen Bäumen auch noch ein paar blühende Apfelbäume am Wegesrand stehen. Mara ging weiter und beobachtete interessiert ihre Umwelt, die ihr so unwirklich und traumhaft schön erschien. Plötzlich zog ein etwas stärkerer Windstoß durch die Szene und dem freudigen Tanz der Sonnenstrahlen wohnten nun weiße und rosafarbene Blüten bei. Auf allen Ebenen der Wahrnehmung beeindruckt, stieß die junge Abenteurerin quietschvergnügt einen Freudenschrei aus. Mit tänzelndem Schritt sprang sie den Weg entlang, drehte Pirouetten und hoffte, dass dieses Gefühl so lang wie möglich anhielt. Dies musste sie sein. Die Glückseligkeit aus den frühen Tagen der Kindheit. Es war ein bestimmtes Gefühl der Glückseligkeit, das sie einst verlor und nie mehr wiedergefunden hatte. Auf einmal weckte ein kleiner Trampelpfad, der rechts an der Asphaltstraße gelegen war, Maras Aufmerksamkeit. Sie bog ein kleines Stück ein, jedoch ohne sich wirklich großartig von der Straße und den wunderschönen Bäumen sowie der kühlen Luft unter dem Blätterdach entfernen zu wollen. Doch allein die paar Schritte, die sie getätigt hatte, reichten aus, um ihr einen Blick zu offenbaren, der neue Gefühle in ihr auslöste. Zwischen den Bäumen konnte sie einige alte Gebäude erkennen, eines zerfallener als das andere. Die Fenster waren mit Brettern und Türen vernagelt. Auf dem kleinen Hof vor den Häusern lagen kaputte Möbel und Spielsachen. Das Mädchen konnte Stühle erkennen, bei denen Sitzfläche und Lehne fehlten. Ein gelbes Bobbycar, welches keinen Lenker mehr besaß, jedoch schwarze Schmutzflecken und eine Delle aufweisen konnte. Hinzu kam eine Stoffpuppe, der Kopf fehlte. Hier gab es keine Kinder, die lachend auf dem Hof spielten. Keine verliebten Paare, die auf einer Bank unter einem blühenden Apfelbaum kuschelten. Keine Eltern, die vom Fenster aus ihre Kinder beobachteten oder sie zum Essen reinriefen. Diese Zeiten mussten lang vorbei sein. Allein die Ruinen mochten sich noch erinnern, wer hier einst spielte und wer lachte. Wer sich liebte und wer sich stritt. Und sie allein wissen, warum niemand von den Leuten geblieben war. Doch die traurig anmutenden Gemäuer schwiegen. So kehrte Mara dem alten Hof den Rücken zu, mochte dieser doch seine Geheimnisse für sich behalten. Sie wollte zurück auf die rissige Asphaltstraße unter den Bäumen. Dort würde sie weiter den süßlichen Duft des Frühlings genießen und die tanzenden Lichter am Boden beobachten. Aber worin würde der Weg enden? Führte er zu einer wunderschönen Blumenwiese oder erwartete sie am Ende auch dort nur der Anblick trostloser, verlassener Ruinen? Das Gefühl der Glückseligkeit war wieder verschwunden. Langsam war es einer inneren Leere gewichen. Mara schlurfte lustlos den Asphaltweg entlang. Die Lichtflecken schienen nicht mehr zu tanzen. Kein Rauschen drang mehr an ihr Ohr. Und auch die Vögel sangen nicht mehr. Da breitete sich plötzlich ein neues Gefühl in der jungen Abenteurerin aus. Es war die Angst, die sich langsam in Maras Seele schlich. Dieses widerwärtige Gefühl brachte ihren ganzen Körper zum Zittern. Sie taumelte unbeholfen, obwohl sie in jenem Moment schreiend losrennen wollte.
Sie war hier nicht allein. Irgendjemand oder irgendetwas musste ihr gefolgt sein. Mara fasste all ihren Mut zusammen und drehte sich mit einem heftigen Ruck um. Da erschrak sie heftigst, denn hinter ihr war tatsächlich eine andere Person. Es handelte sich um eine große Frau mit einem starren und kalten Blick. Jene Frau trug ein sonderbares schwarzes Gewand mit kuriosen, unbekannten Zeichen darauf. Es herrschte komplette Stille. Mara schaute hilflos in die streng starrenden Augen. Es war, als hätten jene Augen sie gefangen genommen. Die junge Abenteurerin fühlte sich wie gelähmt. Ihr Gegenüber sprach kein Wort. Doch sie starrte ununterbrochen mit diesem kalten und drohenden Blick. Immer noch stand alles still. Die sonderbare Frau holte einen dunkelroten Apfel aus der Tasche und biss genüsslich ein großes Stück davon ab. Keine Miene verzog sie beim Kauen, während sie in Maras Augen starrte. Diese Frau starrte in Augen, die sie um Gnade anwinselten. Dann streckte sie den Arm aus, um der kleinen Abenteurerin den seltsamen Apfel entgegenzuhalten. Ihr Blick war immer noch streng und schien das hilflose Gegenüber nun aggressiv aufzufordern, auch einen Bissen vom Apfel zu nehmen. Mara spürte, wie ihr Bauch zu knochen begann. Irgendetwas in ihr wollte den Apfel. Doch sie fürchtete sich vor der Frau und vor der sonderbaren Frucht. Das Knochen war schon bald einem bekannten Stechen gewichen. Sie hatte es immer dann gespürt, wenn sie nicht gefrühstückt hatte und hungrig in der Schule saß. In diesem Moment schmerzte ihr Bauch vor Hunger. Mara lief das Wasser im Mund zusammen. Sie spürte, wie sie begann zu sabbern. Speichel tropfte auf den Boden. Sie fühlte sich nicht mehr menschlich, sondern wie ein streunender Hund, der seit Tagen nichts zu essen gefunden hatte. Ein Schwindelgefühl packte die junge Abenteurerin und riss sie auf die Knie. Gierig griff sie nach dem Apfel und nahm einen großen Biss. Die Frucht war süß wie Honig. Der Hunger war sofort einem Gefühl der Erlösung gewichen. Mara kaute genüsslich und spürte, wie sich die stechenden Schmerzen lösten. Dankend schaute sie auf und erschrak. Die sonderbare Frau war verschwunden. Aber wohin konnte sie so schnell und leise entschwunden sein? Mit einem Satz sprang die junge Abenteurerin auf und hastete zu den Ruinen. Wie von einer rufenden Stimme angezogen, bog sie in den Trampelpfad und fand sich auf einem kleinen Hof voller kaputter Möbel wieder. Mara stand vor einem Haus mit vernagelten Fenstern und blickte ins Innere. Sie konnte nur eine Treppe erkennen, auf der Staub schon Zentimeter hoch lag. Vielmehr war es eine Art Treppenhaus, welches im Viereck verlief und in der Mitte Platz bot, um nach oben oder nach unten zu schauen. Die Luft in dem Gebäude war heiß und stickig. Mara konnte kaum atmen. Als sie jedoch ein Geräusch weiter oben auf der Treppe vernahm, rannte sie ein Stück hinauf. Dann geriet sie ins Wanken. Erst jetzt bemerkte die junge Abenteurerin, dass es an der Treppe keinerlei Geländer gab, an dem man sich festhalten konnte. Obwohl es in jenem Treppenhaus sehr dunkel war, konnte Mara an den schmutzigen Wänden sonderbare Zeichen erkennen. Es waren dieselben Zeichen, die auf der Kutte der seltsamen Frau abgebildet waren. Dies war ein weiteres Indiz dafür, dass sich die gesuchte Person in dem Gebäude aufhalten musste. Mara erklomm nun langsam und vorsichtig die immer schmaler werdenden Treppenstufen. Die immer größer werdende Gefahr hinunterzufallen, ignorierte sie dabei gekonnt. So stieg sie Stufe für Stufe, ohne zu zählen und ohne auf die Zeit zu achten, hinauf. Doch als die Treppe so schmal wurde, dass man kaum noch sicher darauf entlangklettern konnte, machte sie einen großen Fehler. Sie starrte nach unten und erblickte einen Abgrund, der keinen Boden offenbarte. Mara erkannte eine lebendige und schwarze Finsternis und es kam ihr so vor, als würde diese Finsternis zu ihr hinaufblicken. Dem von Höhenangst geplagten Mädchen wurde sofort übel.
Ihre Knie begannen zu zittern und bevor sie vorsichtig ein paar Stufen nach unten klettern konnte, verlor sie das Gleichgewicht. Mit dem Gesicht voraus fiel sie in die schwarze Leere, welche gierig nach ihr zu greifen schien. In einem letzten panischen Gedanken begriff Mara, dass nun alles vorbei sein würde. Sie spürte einen tiefen Knall in ihrem Hinterkopf und erwachte schweißgebadet in ihrem Bett. In dieser kalten Herbstnacht gab es jedoch keine Gründe zu schwitzen. Ihre Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit und langsam konnte sie die Umrisse ihres Zimmers erkennen. Mara fürchtete sich noch immer, denn sie kannte diese Situation zu gut. Ein tiefer Schock zog durch ihren gesamten Körper, als die Zimmertür, die einen kleinen Spalt geöffnet war, sich seicht bewegte. Er ist hier. Er ist hier. Er ist immer hier um genau 3.35 Uhr. Mara vernahm ein leises Schlürfen, welches langsam immer näher kam. Sie sah die Geräuschequelle nicht, konnte jedoch erahnen, was sich ihr näherte. Da erinnerte sie sich, dass ihre große Schwester Victoria vor einer Weile das Bett in direkter Reichweite des Lichtschalters gestellt hatte. So kannst du das Licht einschalten, wenn nicht der schwarze Mann besuchen kommt. Ja, so hatte sie gesagt, doch es funktionierte nicht. Mara war bereits gelähmt vor Angst und konnte, so sehr sie es auch wollte, den Lichtschalter nicht erreichen. Am Fuß des Bettes erhob sich nun sein weißes, deformiertes Gesicht inmitten der Schwärze, die er war. Schwarze Zähne, lang und dünn wie Nägel, ragten aus einem gierig klaffenden Abgrund von Maul. Es gab keine andere Möglichkeit mehr. Mara musste schreien. Sie machte sich bereit, so laut zu schreien wie noch nie zuvor. Dieser eine Schrei würde selbst die Nachbarn wecken. Und wenn Victoria schon wieder zu Hause war, würde sie zu ihr eilen, um ihre kleine Schwester zu retten. Mit widerwärtigen Verrenkungen und ekelhaftem Knacken richtete sich das finstere Monstrum auf. Es blickte mit einem weißen Auge hämisch auf sie herab. Aus seinem riesigen Mund ragten schief die nadelartigen Zähne, während sich die Grimasse zu einem widerwärtigen Grinsen verzog. »Alles oder nichts«, dachte Mara und nahm all ihren Mut zusammen. Sie zählte von 3 runter und machte sich bereit, einen markerschütternden Schrei auszustoßen. Doch aus ihrer Kehle kam nur ein erbärmliches Winseln, welches kaum zu hören war. Der schwarze Mann beugte sich über sie, indem er seinen Körper nach vorn streckte. Mara verkrampfte vor Angst und starrte mit weit aufgerissenen Augen in das hässliche Gesicht, welches ihr nun so nah war, dass sie den Atem direkt spüren konnte. Er war kalt wie Eis und roch nach nassem Herbstlaub. So nah war ihr dieses Gesicht seit Jahren nicht gekommen. Ein tiefes Gurgeln, gepaart mit einem kaum hörbaren, rauen Krächzen, drang mit der herbstlichen Kälte aus jenem schwarzen Abgrund von Maul zu ihr. Da erkannte sie. »Sinnlos«, entrang sich seiner Kehle. Mara erschrak so heftig, dass sie zusammenzuckte und sich die Krämpfe lösten. Die junge Abenteurerin nutzte die Gelegenheit und schlug die Faust auf den Lichtschalter. Augenblicklich flammte das Licht auf und blendete sie. Sie erkannte, dass das grässliche Monster nicht mehr zu sehen war und auch der kalte Atem war verflogen. Mara streckte die Hände nach vorne aus und tastete vorsichtig die Leere ab. Sie versuchte tief durchzuatmen und die Angst abzuschütteln. Doch es gelang ihr nicht und sie begann bitterlich zu weinen. Schluchzend zog sie den nass geschwitzten Schlafanzug aus und griff nach einer roten Jacke, die in der Ecke des Zimmers lag. Sie gehörte ihrer großen Schwester, Victoria. Sie musste diese Jacke wohl absichtlich hier liegen gelassen haben. Mara zog sich einen frischen Schlafanzug an und türmte einen Berg Wäsche aus dem Schrank vor ihrem Bett auf, um sich darauf zu setzen. Das Bett war viel zu nass und viel zu kalt, um sich erneut hineinzulegen. Da saß nun die junge Abenteurerin, weinte in die rote Jacke und wiederholte mehrmals flehend den Namen ihrer Schwester, in der Hoffnung, dass diese endlich nach Hause käme und sie in den Arm nahm. Etwas, was ihre Eltern lang nicht mehr getan hatten. Sie interessierten sich nicht für die Ängste ihrer jüngsten Tochter,
Im Allgemeinen waren die Konzepte von Mutter und Vater ihr fast gänzlich fremd. Waren sie doch kaum zu Hause. Mara hatte niemanden mehr außer Victoria. Und selbst diese war in dieser Nacht mit Freunden unterwegs. Doch die Finsternis war nicht ganz verschwunden. Denn gegenüber von Mara offenbarte das geöffnete Fenster die grauenvolle Schwärze der Nacht. Ganz gewiss war der ungeladene Gast dorthin geflohen und wartete nur geduldig auf den Moment, in dem das Licht wieder ausgeschalten werden würde. Dann würde er mit dem unverwechselbaren Schlürfen die Hauswand hochkriechen und langsam wie schwerer Rauch durch das Fenster gleiten. Wieder war Mara gelähmt vor Angst. Sie schaute in die gähnende Leere des Nachthimmels, an dem kein Mond und keine Sterne zu sehen waren. Sie riss ihren angespannten Blick los und betrachtete nun ihr Lieblingsbuch, welches glücklicherweise auf dem Boden neben ihr lag. Sie hob es auf und lächelte kurz. Jenes Buch enthielt viele Geschichten über Menschen, die tolle Reisen in fantastischen und unbekannten Ländern unternahmen und dort sonderbare Abenteuer erlebten. Früher, als Mara noch nicht lesen konnte, musste Victoria ihr jeden Abend eine Geschichte aus diesem Buch vortragen, welches ihr später den liebevollen Spitznamen Junge Abenteurerin eingebracht hatte. Doch die beiden Schwestern wurden älter und Victoria wurden die Geschichten zu kindisch. Damals schon realisierte Mara, dass diese Welt keinen Platz für Abenteurer und Träumer bot. Diese Welt hat nur Platz für langweilige Menschen, die nicht erleben, sondern einfach nur konsumieren wollen. Eine neue Angst breitete sich in ihr aus. Die Angst vor jenem Tag, an dem sie Victoria verlieren würde. Mara hatte erst neulich einen Streit zwischen der Schwester und den Eltern mitbekommen. Wieder ging es um sie und ihre Probleme. Und die Kleine konnte klar und deutlich hören, wie Victoria gefordert hatte, Mara in professionelle Betreuung zu geben, da sie nicht ewig auf das ungewollte Kind der Eltern aufpassen konnte. Ein Wort brannte immer noch in Maras zartem Herz. Der Begriff ungewollt. Dicke Tränen liefen ihr über die Wange und fielen in das bunt illustrierte Buch. Wieder schluchzte die junge Abenteurerin den Namen ihrer Schwester. Enttäuschung und Trauer brannten so tief in ihr, dass sie am liebsten geschrien hätte. Aber Mara wusste, wer draußen unter dem Fenster wartete. Erinnerungen schossen in ihr hoch. Die allererste Begegnung hatte Mara vor 8 Jahren gehabt. Damals, als ein tiefer, innerer Schauer sie aus dem friedlichen Schlaf gerissen hatte. Zu der Zeit wusste die Kleine noch nicht, wie sich Furcht wirklich anfühlt. Nicht diese Art von Furcht, wenn ein Teller kaputt ging und man die Schläge der Mutter schon spüren konnte. Nein, diese Furcht ist harmlos, wie sie in jener Nacht erfuhr. Denn es ist eine ganz andere Furcht, wenn auf der Treppe taumelnde Schritte vernehmbar werden, wie sie langsam hochkriechen, wie ein Besoffener, der sich mühsam am Geländer hochzieht. Dieses grässlich taumelnd schlurfende Geräusch war Mara bis heute am stärksten in Erinnerung geblieben. Sie überschatteten beinahe komplett die Erinnerung des gekrümmten, großen Mannes mit seinem deformierten Monsterkiefer, dessen Zähne an die eines Viperfisches erinnerten. Die Erinnerung, dass Mara auch damals bewegungsunfähig war und wie kalte, dünne Klauen nach ihr packten und das schreiende Kind in den nadelbesetzten Schlund stopfen wollten. Das Geräusch der Schritte war das Schrecklichste. Die kleine Mara wollte damals nie mehr allein ins Bett. Doch die Eltern schüttelten den Kopf. Die Erinnerung an die Schritte veränderten sich. Sie wurden bestimmter und gerader. Das Taumeln auf den hölzernen Treppenstufen wurde zu einem Klappern auf Fliesen. Und plötzlich ertönte zwischen diesem ein Gewitter aus Gedanken, die Mara nicht als Geräusche, sondern als Worte wahrnahm. Dummes Kind, sei kein Baby, deine Schüsse geht auf einmal an noch nicht in dein Alter. Sie hatte keine bestimmte Stimme im Kopf, doch sie wusste, dass dies die Worte ihrer Eltern waren, als sie am nächsten Tag weinend von dem Ungeheuer berichten wollte.
Nicht einfühlsam, sondern ablehnend. Nicht tröstend, sondern harsch. Mara hatte ab diesem Zeitpunkt niemanden mehr außer Victoria. Umso schöner war es, dass die Schwester damals erlaubt hatte, mit ihr in einem Bett zu schlafen. Die Erinnerung daran, wie sie jede Nacht friedlich eingekuschelt neben Victoria lag, während das Monster machtlos durch den Spalt der Türe spähte, löste Frust in ihr aus. Denn nun musste sie im eigenen Zimmer schlafen, ganz allein und ohne große Schwester. Ein sonderbares Geräusch ließ Mara aufschrecken, welche nun nicht mehr in Gedanken und Erinnerung versunken war, sondern kerzengerade vor dem Bett saß und einen sonderbaren Schlurfen lauschte. Es schlurfte in einem bestimmten Rhythmus, so rhythmisch wie die kleine Wanduhr, die im Flur hing und nachts, wenn alles still war, mit ihrem monotonen Ticken die Stille durchbrach. Langsam kroch Mara in Richtung des Fensters, da sie sich vor dem Blick nach draußen fürchtete. Sie hatte Angst, in der Finsternis das Gesicht zu erblicken oder selbst von einem widerwärtigen Geschöpf der Nacht erblickt zu werden. Fest an die kalte Heizung gelehnt, rutschte sie zur Seite, an dem sie den Rollladen erblicken konnte. Sie richtete sich mühsam auf, wobei sie darauf achtete, dass sie immer noch fest an die Wand gepresst war. Das Risiko, gesehen zu werden, wäre sonst zu hoch gewesen. Sie ergriff die Strippe und ließ mit einem Satz den kompletten Rollladen hinunterfallen. Auf ein ohrenbetäubendes Scheppern folgte das Gefühl der Sicherheit. Erst jetzt traute sich Mara, das Fenster zu schließen. Erleichtert sank sie in den Wäschehaufen vor ihrem Bett und atmete auf. »Was für ein Abenteuer«, stöhnte sie erschöpft und blickte voller Stolz auf ihr Werk, während sie sich fragte, was wohl Victoria ihr in diesem Moment gesagt hätte. Die Fantasien von Lob und Anerkennung wichen schnell einem realeren Bild. Sie hätte wohl einfach mit dem Kopf geschüttelt und Mara einen enttäuschten Blick zugeworfen. Mara hasste dieses Gefühl und sprang wieder auf, um hektisch im Zimmer hin und her zu laufen, mit der Hoffnung, so die bedrückenden Gedanken der Enttäuschung abschütteln zu können. Schließlich wurde sie durch das Gefühl des Hungers abgelenkt und beschloss, eine nächtliche Mahlzeit einzunehmen. Da gab es nur ein Problem. Vor der Zimmertür lauerte im ganzen Gebäude die Finsternis. Und das Licht im ganzen Haus einschalten war in jenem Moment zu riskant. Mara kramte in den Schubfächern ihres Schrankes herum und fand eine schwach leuchtende Taschenlampe. Aus irgendeinem Grund fühlte sie sich bei dem Gedanken sicherer, als überall das Licht anzumachen, wahrscheinlich aus Angst, dass sie doch noch jemanden wecken könnte, obwohl außer ihr selbst und gegebenenfalls ihr ungewollter Gast niemand zu Hause war. Sie schaltete das Licht aus und war nun wieder von Dunkelheit umgeben. Mara öffnete die Tür und erblickte Stufen, die in einen finsteren Abgrund führten. Das schwache Leuchten reichte nicht einmal aus, um das untere Ende der Treppe sehen zu können. Mit einer Mischung aus panischer Angst und Abenteuerlust stieg sie die Treppe hinab und begab sich in den schwarzen Nebel, der sie nun voll umgab. Ihr kam das Haus bei Nacht gar nicht wie ihre Heimat vor, sondern eher wie ein Verlies aus einem der Gruselbücher, die Victoria so gerne las. Das Ticken der Uhr war neben Maras Schritten das einzige Geräusch, welches die junge Abenteurerin vernahm. Es war schrecklich monoton und sie hätte das Ding am liebsten von der Wand genommen und ausgeschalten. Doch die Uhr lag nun hinter ihr. Sie konnte sich nicht umdrehen. Sie spürte bereits den kalten Atem in ihren Nacken und der Geruch von Herbstlaub kroch in ihre Nase. Mara hielt die Luft an und wartete. Sie hörte kein Atemgeräusch, welches sie verwundern ließ. Für einen kurzen Moment bekam sie Mut und drehte sich ruckartig um. Doch sie konnte das Ende des Flurs nicht erkennen. Sie sah keine Uhr an der Wand. Nicht mal die Wand selbst war zu erkennen. Was Mara erblickte, war pure, schwarze Finsternis.
Die junge Abenteurerin drehte sich wieder zur Küchentür und trat ein. Sofort schaltete sie das Licht ein und schloss die Tür hinter sich. Das Ticken der Uhr war noch immer schwach zu hören. Mara nahm ein paar Kekse aus dem Schrank und rührte sich in ihrer Lieblingstasse einen Kakao an. Da bemerkte sie, dass das Haustelefon blinkte. Jemand hatte etwas auf den Anrufbeantworter gesprochen. Nein, nicht nur irgendjemand, sondern Victoria hatte etwas auf den Anrufbeantworter gesprochen. Mara schaute auf die rote Jacke, welche nun auf dem Küchentisch lag. Sie vermutete, dass es wohl darum ging und zog das Kleidungsstück an, da es tatsächlich in der Küche ziemlich kalt war. Sie biss in einen Keks und spielte die Nachricht von Victoria ab. Mara, hey, ich bin's. Ich weiß, dass du wahrscheinlich jetzt wach bist und... Hey, Vicky, mein Schatz, du glaubst nicht, was der Gerd gerade gebracht hat. Der hat doch der Jessica glatt eingeredet, dass man anhand des Geschmacks eines... Schatz, verdammt! Siehst du denn nicht, dass ich gerade telefoniere? Oh, tut mir leid. Eigentlich wollte ich nur eine neue Flasche aus dem Kühlschrank holen. Du auch noch eins? Ja, auf jeden Fall. Also, Mara, es tut mir echt leid, aber mir gefällt es hier einfach. Ich fühle mich einfach wohl. Ich weiß, dass du es jetzt wieder uncool findest und heulend morgen in der Tür sitzen wirst, aber ich kann nicht ewig auf dich aufpassen. Auch ich habe ein Leben und möchte, dass das so langsam mal... Hey, ist das eine Nachricht an deine dumme Schwester? Ey, Mara, deine große Schwester schläft bei mir im Bettchen. Boah, Schatz, warum? Ich will einfach nur normal telefonieren und du musst sowas bringen? Jetzt, wo du es sagst, ja doch. Bring sie doch einfach mit her. Ich meine, Jessica ist auch immer eingeladen, obwohl die Strutz dumm ist. Was soll also ein hängengebliebenes Kind hier anrichten? Kopf hoch, Mara. Es ist nur diese Nacht. Und wenn ich es schaffe, dann bringe ich dir morgen frische Brötchen mit. Ich weiß, was dir Angst macht. Aber wenn ich dich nur bemuttere, dann wirst du nie lernen, dir selbst zu helfen. Und dies musst du leider irgendwann. Du kannst doch allein eine großartige Abenteurerin sein. Große Abenteurerin? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Erlebt Mara auch so große Abenteuer wie wir im Bett? Hey, Vicky, der Gerd, ne? Was ist mit Gerd? Was hat er nun schon wieder angestellt? Da hat der Jessica doch tatsächlich gesteckt, dass man anhand des Geschmacks herausfinden kann, ob ein Kondom noch haltbar ist. Und die dumme Sau hat sich darauf tatsächlich so ein Teil in die Kauleiste geschoben. Ist das zu glauben? Die ist ja auch zu blöd zum Scheißen. Oh, das Ding lief ja noch. Huch. Tschüss, Mara. Deine Schwester hat meinen Die Nachricht traf sie wie ein heftiger Schlag in die Magengrube, welcher sofort Bauchschmerzen auslöste und jeglichen Appetit in ein unangenehmes Gefühl der Übelkeit umwandelte. Die Kekse schmeckten nicht mehr süß, sondern lagen trocken und fahl im Mund. Die Gliedmaßen wurden schlaff und sie schaffte es gerade einmal so, schwer und traurig schluckend, den Keks auf die Arbeitsfläche zurückzulegen. Bittere Tränen liefen Mara über das Gesicht. Nun war sie endgültig allein. Victoria wollte sich offensichtlich nicht mehr um sie kümmern. Schluchzend sank sie zu Boden. Bald würde ihre große Schwester sich ausziehen. Dann war Mara ganz allein und jeder Nacht dem Monster ausgesetzt. Die geliebte Schwester war so gut wie verschwunden. Jetzt hatte Mara endgültig niemanden mehr. Doch die erschlaffende Trauer schlug schnell in ein hitziges Gefühl um. Die junge Abenteurerin richtete sich auf und griff nach der Tasse, welche sie vor brennender Wut gegen die Wand schleuderte. Sie würde dafür Ärger kriegen, doch das war ihr egal.
Alles in diesem Moment war ihr egal. Alles bis auf... Stille! Sie vernahm von oben ein unruhiges Poltern und schrak auf. Mit dem Rücken zur Tür blickte sie in die Spiegelung des Küchenfensters und wartete. Das Ticken der Uhr schien lauter geworden zu sein und Mara spürte, dass es etwas Schlimmes ankündigte. Es war wie das Heulen einer Banshee, welches ein Mensch vernimmt, den bald das Zeitliche segnet. Lauter und lauter schlug die gottverdammte Uhr im Korridor. Doch nicht nur lauter, auch schneller schien das Ticken zu werden, als hätte das Gerät irgendetwas erblickt, wovor es nun wegrennen wollte. Kein gutes Zeichen. Schließlich erschrak Mara, als nun die Treppenstufen unter einem taumelnden Schritt zu knarzen begannen. In der Spiegelung des Fensters sah sie vor geistigem Auge bereits, wie der schwarze Mann jeden Moment die Tür aufriss und sie mit seinen schwarzen Klauen in die Finsternis zog. Das Knarzen endete schließlich in einem Geräusch, welches nur vom Boden des Flurs kommen konnte. Das Monster hatte die richtige Etage erreicht und war bereit, sie zu holen. »Heute nicht«, sprach Mara und griff panisch nach dem größten Messer, welches im gesamten Haus vorhanden war. Schwere, schlürfende Schritte bewegten sich langsam in Richtung Küche. Mara riss die Tür auf und sprang in die Finsternis. Wild schwang sie das Messer um sich, riss den Unhold zu Boden und begann nun wie wild auf das Monster einzustechen. Panisch griffen finstere Klauen nach ihr, doch Mara hatte bereits die Kontrolle über die Situation erlangt. Sie verspürte ein inniges Gefühl der Freude, als ihre Klinge über einer der Handflächen zog und beinahe widerstandslos aufschnitt. Sie spürte einen stechenden Schmerz in ihrem rechten Handgelenk, doch Mara schlug dem unsichtbaren Monster mitten ins Gesicht. Der Griff löste sich und Mara nutzte jeden Moment aus, um das Biest ein für allemal zu erledigen. Sie schwang das große Küchenmesser und schnitt sauber eine Linie an der seichten Stelle entlang, wo sie den Hals des schwarzen Mannes vermutete. Die Hände, die sie kratzten und packten, verkrampften und rissen zornig an der Jacke, doch schnell lösten sie sich und sanken endlich leblos zu Boden. Die Panik verflog allmählich, der Puls beruhigte sich und erneut schrie Mara auf. Das Licht, welches aus der Küche schien, offenbarte ihr nun das zerstochene Gesicht von Victoria. Sie warf augenblicklich das Messer weg und heulte lauthals panisch um Hilfe. Wie konnte alles so weit kommen? Warum hatte sie nichts bemerkt? War dies alles noch die Realität? Als sie in die erschrockenen Augen starrte und all das Blut an ihren Händen sah, musste sie fürchterlich erbrechen. Mara schüttelte Victoria, aber diese bewegte sich kein Stück. Weinend sank sie auf den leblosen Körper ihrer Schwester hinab und heulte hysterisch ihren Namen. Doch so sehr sie sich an sie presste, so sehr sie auch ihren Namen schrie, Victoria antwortete nicht. Victoria erwiderte den Körperkontakt nicht. Victoria tat nichts weiter mehr, als zu bluten und mit weit aufgerissenen Augen an die Decke zu starren. Das Licht in der Küche schaltete sich wie automatisch aus und Mara blickte erschrocken auf. Sie umschlang Victoria mit ihren Armen und presste sich ganz fest an sie. Denn nun kamen erneut schlurfende Schritte auf sie zu. Mara hielt den Atem an und bemerkte, dass nicht nur sie atmete. In ihrem Nacken spürte sie einen kalten Hauch und der Geruch von verrottendem Herbstlaub stieg in ihre Nase. Mit zugekniffenen Augen winselte sie den Namen ihrer Schwester. Doch diese antwortete nicht mehr. Nur die Finsternis antwortete. Und die Antwort war ganz allein das Wort. Und nun, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, möchte ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Und weitere Danksagungen gehen natürlich an die Menschen raus, die hier mitgewirkt haben und dadurch dieses großartige Projekt erst möglich gemacht haben. Das wären zum einen der Tales of Cthulhu, der hat
den Text für mich an einigen Stellen ein bisschen überarbeitet und den Alex eingesprochen, das war der Freund von der Victoria, dann noch unsere wunderprächtige Victoria, sage ich jetzt einfach mal, von der Maria und dieses schöne Bild, was ihr hier seht und welches ich auch als Profil und als Bannerbild habe, das ist vom lieben Fitnesstrainer. Den solltet ihr für geile Zeichnungen auch mal besuchen. Die Links zu den Leuten sind in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch viel Spaß, eine gute Nacht und hoffe, ihr könnt danach noch gut schlafen.